So, hallo liebe Videofreunde. Wir sind auf dem Rückweg von Usedom mal wieder bei dem Herrn Wendisch vorbeigefahren und möchten euch heute einen neuen Kastenwagen vorstellen. Und zwar ist das der Karmann Davis 590. Das ist ein super schöner Kastenwagen, sehr exklusiv. Der hat eine Ausstattung, die sich da nennt ein Living Style Paket. Er ist 5,99 Meter lang, hat einen Fiat-Motor mit 150 PS, Automatik, Querbetten, die sind 1,44 Meter mal 1,90 Meter lang, eine schöne riesengroße Markise, die ist 3,70 Meter. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein und schauen das Auto uns mal von innen an. Kommt mal mit! So, liebe Videofreunde, wir befinden uns jetzt in dem Innenleben des Karmann Dexter 590, nee, Karmann Davis 590, so. Und wie ihr schon sehen könnt, er hat eine sehr schöne Ausstattung, also mir persönlich gefällt die Ausstattung sehr gut, hat auch eine relativ große Dinette, das ist sehr großzügig gehalten, auch ein bisschen breiter hier, die Sitzfläche vom Wohnraum, also sehr bequem. Wenn man sich hier drauf setzt, also hier ist richtig Beinfreiheit. Den Tisch kann man natürlich umklappen zum Essen, wunderbar. Und wenn man nicht so viel Platz braucht, macht man es halt so und hat dadurch also unheimlich viel Freiraum hier unten. Also das finde ich schon mal sehr gut. Ja, Dachluke hier oben, dadurch auch relativ viel Licht hier drin, sehr schön. Dann haben wir einen großen Schrank hier oben drin, der zweifach geteilt ist. Ist auch recht tief. Ich kletter mal gerade hoch. Ja, ist richtig schön tief. Passt auch was rein. Alles auch sehr schön verarbeitet, Hochglanz. Also sieht sehr, sehr schick aus. Dann haben wir hier oben einfach, wo man Sachen unterbringen kann. Hier haben wir das Panel, was auch sehr schön angebracht ist und auch ja, einfach zu handhaben ist. Truma-Heizung. Ja, und hier unten hat man auch noch mal ein kleines Fach, ein kleines Staufach. Ich finde es immer toll, wenn so auch so kleine Möglichkeiten oder Räume genutzt werden. Ja, und hier hat man auch noch mal ein Staufach. Schuhe etc., was immer man da reinmachen will. Deckel drauf und gut. Es ist hier eben keine Stufe hier oben, finde ich gut. Also auch schön Beinfreiheit. So, jetzt befinden wir uns ja, im Küchenbereich des Wohnmobils oder des Kastenwagens. Hier ist nochmal ein schöner Schrank, auch mit viel Stauraum drin, was mich jetzt ein bisschen ja, naja, was heißt stört, also ich würde mir hier auch noch mal ein Fach vielleicht reinziehen, dass man das zweigeteilt beladen kann. Aber ansonsten ist es recht groß. Hier oben haben wir auch noch mal ein Fach, wo wir was reintun können. Hier ist der Kühlschrank. Der ist auch recht groß mit kleinem Gefrierfach. Ja, und hier haben wir zwei Flammenherd, was ich sowieso immer völlig ausreichend finde. Auch selbstzündend, also sieht auch, ist auch sehr schön verarbeitet von der Platte her hier. Ganz toll gemacht, wirklich sehr schön. Hier haben wir ja, die Abdeckung für das Spülbecken, das ist auch recht groß, das Spülbecken, und ist aus so einem Kunststoff gemacht. Das finde ich auch sehr schön. Ja, hier kann man dann die Abdeckung
noch reinschieben, da kann man noch was draufstellen. Finde ich auch immer ganz gut gelöst. Ja, hier haben wir noch mal Lichtschalter. Auch richtig schön hell, also einwandfrei. Sehr edel. Ja, dann haben wir hier drei große Fächer. Das ist übrigens eine ganz tolle Geschichte, das bietet auch der Herr Wendisch an. Das sind so Stecksysteme, da kann man dann ja, so bestimmte Sachen reinstellen und die fallen halt nicht um. Wir haben uns sowas auch gekauft, wir werden uns das in den Kühlschrank tun bei uns, dass eben so wie Gläser oder sowas, das nicht hin und her rutscht oder umfällt oder wie auch immer. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, hier. Drei große Fächer, auch richtig gut zum Ausziehen. Nicht so kurzer Auszug, sondern ein langer Auszug. Das finde ich immer gut. Ja, hier auch nochmal. So, und hier haben wir einen Kleiderschrank drin. Der ist auch richtig schön groß. Also da passt schon jede Menge an Kleidung rein. Ja, und hier befinden wir uns in dem Bad, was für so einen relativ kleinen Wagen recht komfortabel ist. Wir haben ein großes Fenster hier drin. Wir haben ein Waschbecken, das verschiebbar ist. Das kann man hin und her schieben. Wenn man jetzt hier duschen will, schiebt man es halt einfach zur Seite. Ansonsten lässt man es hier vorne. Kassettentoilette ist klar. Auch hier nochmal ein bisschen, wo man was draufstellen kann. Wir haben ein Fach für Kosmetikutensilien. Auch eine tiefe Wanne, Duschwanne. Ja, also auch die Tür hier zum Bad ist sehr schön verarbeitet, auch von dem Griff hier, der ist richtig, also fest sich gut an, rastet gut ein, hier wackelt nichts, gar nicht, also einmal einen freien, schönen großen Spiegel dran, dass man sich auch mal ganz drinnen sieht, also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. So, hier hinten haben wir den Schlafbereich. Wie gesagt, das ist 1,44 Meter breit, also ist auch richtig schön Platz, 1,90 Meter lang. Und hier oben haben wir nochmal genug Staufächer, auch richtig große Fächer, tiefe Fächer. Und hier auf der Seite auch, also jede Menge Stauraum. Für einen Kastenwagen ganz toll. Also ich bin ganz begeistert von dem Auto. Hier oben haben wir auch nochmal einen Schrank, wo man was reinmachen kann. Muss man her nochmal zeigen. Ja. Und hier oben haben wir noch mal eine Dachloge, eine große mit Dachfenster. Finde ich auch gut, weil hat man auch viel Helligkeit hier hinten drin, weil es ist ja links und rechts kein Fenster, was ich ja immer so ein bisschen störend finde. Aber dadurch, dass in den Türen Fenster sind und hier oben Fenster sind, kommt genug Helligkeit rein. Also da braucht man jetzt nicht an den Seiten auch noch Fenster haben. Also das finde ich sehr gut gelöst. Ja, und hier ist nochmal dieses Fach, was an der Frontseite hinten ist, wo man auch nochmal einen Stauraum hat. Also sehr gut gelöst. Ja, und hier haben wir auch mal das Trittbrett, wollte ich euch nochmal zeigen. Auch Automatik. Also auch sehr schön gearbeitet. Ja, und hier haben wir, das sind so Multi-Anker. Und die sind super, die haben einfach so einen Saughebel und die kann man einfach an dieser Außenwand befestigen und kann dort die Markise befestigen. Und was daran super ist, wenn man zum Beispiel jetzt auf dem Stellplatz ist oder ja, einfach auf dem, wo man frei steht und man möchte sich ein Stück bewegen und die Markise aber nicht wieder alles abbauen und einfahren und so weiter, dann kann man gerade ein Stück vorwärts mit der Markise fahren, ohne die abzubauen. Und man hat auch bei Wind und Wetter einen festen Halt. Also ich weiß jetzt nur nicht, bleiben diese Saugnäpfe dran? Die macht man dann jedes Mal wieder ab. Okay, alles klar. Also das ist eine schöne Sache. Die werden wir euch aber nochmal ausführlich zeigen bei uns. Wir haben sie uns, wie gesagt, auch gekauft und sind mal ganz gespannt, wie die funktionieren. So, jetzt stehen wir hinten an der Garage
Und ich gehe mal jetzt davon aus, dass man die Lattenroste hochklappen kann, weil ja hier ein Scharnier drin ist und dann auch hier drin Fahrräder stellen könnte. Befestigung für Seile ist hier auch da. Die Garage ist sehr groß, wenn man sich hier ein schönes Stausystem einbauen lässt. Also da ist richtig viel Platz drin. Also da passt richtig was rein. Und dann haben wir hier noch das Fach für die Gasflaschen und hier passen dann 2x5 Kilo Gasflaschen rein. Ja, also insgesamt ein richtig schönes Auto, finde ich. Also das ist wirklich mal wirklich ein Kastenwagen, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und draußen, ich mache das mal zu, dann zeige ich euch das nochmal. Hier wäre dann auch nochmal ein Fahrradhalter mit dran. Das ganze Auto kostet 5.290 Euro, so wie es jetzt hier steht. Ach, 53.290, Entschuldigung. Sonst stehen morgen hunderte Leute hier und wollen das Auto kaufen. Nein, 53.290 Euro kostet. Also ein sehr schönes Auto und sieht echt gut aus. Gefällt mir.